Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht. Eingesendet von, oh, da ist abgeschnitten, Regiment Kislev. Oh, ein Warhammer-Fan, das freut mich. Und 1, 2, 3 Vollgas vom Clan Ost in einer Napoli B und Alaska mit Flugzeugträgerstufe 8. Wir haben hier 5 Schlachtschiffe, ungute Geschichte, 4 Kreuzer, ein DD und ein U-Boot. Ja, das verspricht ein spaßiges Gefecht zu werden. Oder auch nicht, wir werden sehen. Und wie ihr wisst, sind in letzter Zeit und immer weiter, oh, das ist ein Arms Race Gefecht, immer weiter voranschreitend, die Gefechte immer kürzer geworden, zumindest gefühlt. Und manchmal hat man kaum Zeit, überhaupt Schaden zu machen. Die Frage ist dann, in welche Richtung entwickelt sich die Meta des Spiels, wenn langsam feuernde Schiffe oder langsam agierende Schiffe ins Hintertreffen geraten könnten, weil die Gefechte einfach immer schneller zu Ende sind. Es hört sich vielleicht nicht so extrem an, wenn man sagt, oh, die durchschnittliche Gefechtsdauer in den letzten 5 Jahren ist von 20, also ist um 3 Minuten verringert worden zum Beispiel. 3 Minuten, was ist das schon? Das ist nicht mal ein Kaffee, ne? Das ist lächerlich. Aber 3 Minuten von 20 Minuten oder eigentlich durchschnittliche Gefechtsdauer 14 Minuten und dann minus 3 sind 11 Minuten. Das ist ein essentieller Unterschied, der dann schlussendlich fehlt, um wirklichen Schaden zu machen. Das, glaube ich, wird jeder World of Warships Spieler, mal kurz schauen hier, wie hübsch das Ding aussieht, aber dann wurde gedreht. Er kann jeder Warships Spieler nachvollziehen. Und die Entscheidung, auf welche Seite man fährt, ist dann schlussendlich ausschlaggebend für den Schaden, den man in diesen 11 Minuten oder so erfahren kann. Oder vielleicht sind es auch manchmal nur 6 Minuten, na, manchmal sind es auch 19 Minuten. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir eine starke Verminderung der Gefechtsqualität und unter anderem eine starke Verkürzung der Gefechtsdauer ausgesetzt werden, die, naja, schlussendlich wahrscheinlich nichts allzu Gutes für Spieltaktik, Strategie und Schiffswahl vermuten lassen wird. Denn wenn ich keine Zeit mehr habe, auf die Flanken zu fahren, wenn ich in der Mitte gespawnt bin, dann habe ich auch oft keine Möglichkeit, meine Schiffe so zu fahren, wie sie gehören. Aber gut, dann muss man halt die Schiffe wechseln. Hier haben wir allerdings eine Alaska. Einen Big Cruiser der amerikanischen Linie. Er wird sogar sagen, einen der besten Big Cruiser generell im Spiel. Stufe 9 im Stufe 10 Gefecht, mit Stufe 8 dann allerdings. Einige Stufe 10 Kreuzer, nur ein Stufe 10 Schlachtschiff. Das ist gut, ein Big Cruiser. Die bieten genügend Panzerung für Schlachtschiffe, damit die auch guten Schaden machen können, dass die Granaten auch stecken bleiben oder die Zeit haben, im Schiff zu detonieren. Auf der anderen Seite sind die Big Cruiser hier eigentlich dafür da, um Kreuzer zu bestrafen oder um Kreuzer großen Schaden zuzufügen, weil der hohe Reload, der sollte eigentlich bei jeder Salve massiven Schaden machen. Ihr seht schon, Napoli und Alaska hier haben sich eingeschossen auf die gegnerische Alaska, die ein bisschen zu weit nach vorne gerutscht ist. Und die Haie bleiben hinter den Erwartungen zurück, aber wenn das Ding winkelt, dann muss man halt wechseln. Allerdings haben wir hier, da muss man immer aufpassen, vor allem wenn man sie als Gegner hat, extrem gute AP-Werte, was die Ricochet-Möglichkeit betrifft. Ihr wisst, der Standardwert ist 45 bis 60 Grad. Das ist ein ziemlich weiter Bereich, 45 Grad, wo es klappt. Und dann möglicher Ricochet und danach sicherer Ricochet. Hier haben wir die Werte verschoben um ganze 15 Grad. Also müsst ihr hier bei einer Alaska noch viel mehr anwinkeln. Nämlich 60 auf 67,5 Grad. Das ist ganz schön bittere Geschichte. Vor allem, wenn ihr in einem leichten Kreuzer sitzt und dann von der AP, die 8900 Alpha hat, beharkt werdet, da ist eine Minotaur in Kürze, naja, so viel Geschichte wie die Alaska, die hier noch stand vor 10 Sekunden und mit der ersten Salve 15.000 bekommen hat. Deswegen schießt man auch so oft, wie es geht, einfach AP. Ein kleiner Tipp, den ich aus dem von YouTube gedroppt bekommen habe. Es wird auf U-Boote generell immer zuerst geschossen. Also auch wenn sie auf Zero-Tiefe sind, natürlich einfach hinter die Anzeige schießen. Auch wenn man schon offen ist, man bleibt halt länger offen, weil dann können sie tauchen. Aber gut, da ist die Chance, sie zu treffen, weitaus höher, laut einigen Stimmen, als dass man sie mit den Bomben bekämpft. Bomben bekämpfen dann in zweiter Linie, weil U-Boote können ja können geradeaus weiterfahren, was für uns seitwärts ist, und dennoch pingen. Für uns sieht es dann aus, als würde das U-Boot da stehen, weil wir keine
Richtung angezeigt bekommen, in der sich das U-Boot bewegt. Dementsprechend ballern wir dann unsere Bomben, also unsere flugzeuggestützten Bomben auf die falsche Stelle, wo das U-Boot vor 10 Sekunden dann war. Ne? Die brauchen ja einige Zeit, bis sie da sind, die Flugzeuge. Das ist ein großes Problem. Deswegen zuerst immer ballern und dann schauen, wo es hindüst mit dem Ballern und dann läuft das. So, konzentrieren wir uns auf das Gefecht. Wir fahren hier einen sehr aggressiven Kurs, zumindest die Napoli und die Alaska. Wäre noch interessant zu wissen, wie die Napoli geskillt ist, wenn sie Nahkampf geskillt ist. Sollte man es eigentlich direkt sehen hier bei der Zieten, die aber schon gut runtergeschossen wurde von Ruprecht und Yoshino auf der Seite. Auch von Marco Polo und der, was ist das, Hindenburg, die mit der Parseval in eine ganz komische Position gefahren sind. Oh ja, ich liebe es, wenn Veneto und Republik und das ganze Team auf der rechten Seite die Seite offenbaren. Und das ist quasi wie, als würde man uns der Niederlage preisgeben. Und wir haben nur eine kleine Möglichkeit, wenn wir die linke Seite komplett zerstören vom Gegner. Wenn die es aber schafft, sich zurückzuziehen und die Seite zu halten, dann haben wir im wahrsten Sinne des Wortes die Arschkarte gezogen. Dann werden wir gesandwiched. Also von beiden Seiten beschossen. Man kann so gut wie nicht anwinkeln. Oder man kann sich, wenn man anwinkeln kann, indem man so steht, wie hier gerade unser Regiment Kislev, Einsender, dann wird man halt offen gehalten, runtergebrannt, raustorpediert. Es sind keine schönen Momente, die man so hat. SED 1, 2, 3 Vollgas hat auch schon dafür bezahlt. Jetzt gilt es, Feuer zu konzentrieren, Feuer ansagen. Das Team muss jetzt, obwohl sie drüben versagt haben, ein bisschen besser zusammenarbeiten und aufpassen. Also auf jeden Fall Napoli und Anhalt rausballern. Dann müssen wir hier nach oben fahren, Minotaur und Kremlin beharken, die Seilbahn bedrängen, sodass wir wieder eine Front, also eine Linie abgebildet haben. Sehr gut, das hat Yoshino mit den Torpedos getroffen. Dass wir quasi eine Linie haben, auf der wir wieder kämpfen können, ohne ins Kreuzfeuer zu geraten. Weil das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn eine Seite verloren geht und wir ins Kreuzfeuer geraten. Und wie gesagt, Kreuzfeuer und Anwinkern, das ist keine Kombination, die glücklich ist oder die fruchttragend ist. Meistens ist es war's dann das. Hydroakustische Suche, ein guter Move. Napoli natürlich mit ihren Torpedowerfern, auch wenn langsam Torpedowerfer, aber auch langsame Torpedos machen Schaden und sind gefährlich. Und hier kann man die Minotaur noch ein bisschen aufhalten. Das bedeutet, sie kann nicht unsichtbar schießen und muss sich zurückziehen. Ruprecht und Yoshino sind ziemlich weit draußen. Da kommt schon die Salve drauf. Weil das war Marco Polo Salve tatsächlich, weil es SAB war. So ist gut. Das ist gut gespielt, das ist jetzt ein wichtiger Move. Super wäre, wenn Ruprecht und Marco Polo wie die Yoshino jetzt Vollgas nach vorne fahren würden, damit Regiment Kislev hier nicht in den Feind läuft. Aber wenn er zu lange fährt oder wenn er zu lange wartet, dann fährt er ins Leere. Das bedeutet, der Feind ist dann schon weg und er muss ganz weit nach außen. Gott sei Dank, muss man einfach sagen, hat die Georgia, die Sherman, die Sowjetski Soyuz und die Puerto Rico vom Feind auf der 7er-8er Linie den weiten Weg gewählt und war dem eigenen Team überhaupt nicht nützlich. Und Gott sei Dank fährt die Napoli ihre Breitseite und das war's. Das ist einfach, das war glücklich. So, Hydrakusche Suche noch 37 Sekunden. Ja, aufzupassen sind vor allem jetzt die Torpedos von der Minotaur. Vielleicht hat sie schon geworfen, sehe ich jetzt hier noch nicht. Aber jetzt fährt sie nach vorne. Man sieht, die beiden Teams wollen sich jetzt vereinigen. Da läuft aber einiges schief. Warum sind die nicht auf der Hälfte durch die Inseln gefahren? Weil Gearing und U-Boot da offen waren? Aber die hat doch der Flugzeugträger offen gehalten. Die werden doch schon bekämpft vom Minotaur und vom Kremlin. Zumindest sind keine Minotaur-Torpedos unterwegs. Die Yoshino behält den Kurs bei. Das ist gut. Die Marco Polo dreht hier um. Ja, das ist jetzt eine Frage der Zeit tatsächlich. Inwieweit schaffen sie es noch? Oh ja, die Republik dreht jetzt auch um. Aber was ich sagen will ist, bevor ihr in diese Richtung hier flieht zum Team, flieht doch zuerst nach außen. Ja, ich weiß. Dafür muss man ein kleines bisschen Balls haben, aber man flieht ja immerhin. Man versucht die Distanz zum Feind beizubehalten. Oh, das ist jetzt göttlich. Das kann ja nur gut werden. Oh ja, Baby. Enemy Cruiser sunk. Timing. Ja, Timing ist im Spiel, wie im richtigen Leben, essentiell. Essentiell. Aber was ich sagen würde, ist, zieht die Feinde zuerst raus, bevor ihr zum Team flieht. Das ist, oh Gott, wie als würdet ihr
den Feind zu eurer Familie locken, indem ihr zu eurer Familie lauft, anstatt dass ihr zuerst woanders hinlauft und dass eure Familie, dass euer Team dann Zeit gewinnt, um sich neu zu positionieren. Verschafft ihnen mehr Zeit. Naja, egal. Also zuerst raus und dann ran. Von mir raus. Oder das Team kommt. Der Vorteil ist ja auch, ne? Ihr fahrt raus, der Gegner muss euch hinterherfahren. Eure Familie hier, Marco Polo, die kann den Feind in die Seite schießen. Und wenn er abtritt, um gegen die Marco Polo anzuwinkeln, könnt ihr den Feind in die offene Breitseite schießen. Schöner Treffer hier in den Kremlin-Arsch. Sind die 32 mm. Da ist immer gut. Da macht man 12.000 Schaden raw. Danach ist der hintere Teil teilweise erschöpft. Wir werden sehen, wie viel noch getroffen wird. Sollte dann aber 14.000 noch. War ein bisschen auch noch weiter vorne hier. Je nachdem, je nach Schiff ist ein bisschen mehr. Jetzt seht ihr, er ist grau geworden. Das bedeutet, er nähert sich der Sättigung. Dann wird der Schaden halbiert. Seht ihr? Seht gut den Unterschied zwischen den Partien des Schiffes. 9.000 Schaden hier nochmal bei 3 Treffern. Das ist eh gut. Hallo, da will ich mich nicht beschweren. Das sind genau Pens, dann ist er noch nicht saturiert gewesen. Also nicht komplett ausgelaugt, weil es entspricht nämlich genau, es entspricht, ja, die 5.000. Das war's jetzt. Weil schaut, vorher haben wir mit 3 Treffern 9.000 gemacht, jetzt haben wir mit 8 Treffern 14.000. Jetzt bedeutet es, der ist gesättigt. Der ist full. Also da macht man jetzt nur noch halben Schaden. Aber halber Schaden ist besser als gar kein Schaden. Hier schön auf den Arsch. Aber wenn das der Fall ist, dass der hintere Bereich oder ein Teil des Schiffs gesättigt ist, bedeutet, dass der Eigen-HP-Anteil des Schiffes in diesem Bereich erschöpft ist. Und danach schöpft er aus dem Gesamt-HP-Bereich. Also aus einem übergeordneten, der nicht wirklich sichtbar ist. Wargaming hat das so erklärt, dass alle Schiffe fast den doppelten HP-Bereich haben, generell, als die einzelnen Teile zusammen. So dass auch Teile, die schon gesättigt sind, weiter beschossen werden können. Nicht, dass man da null Schaden machen würde, was irgendwo auch unrealistisch ist. Nein, der Schaden wird einfach reduziert auf die Hälfte. Von daher ist gut. Es gibt da noch einen Fall, wo er dann noch mehr reduziert wird. Aber gut, das schaut euch die Mechanik einfach mal an. Wargaming hat gute Tutorials dazu gemacht, auf Englisch, aber gut mit Untertiteln. Hier sehen wir 193.868. Das ist ein kleiner Screenshot. Wenn man spielt nicht auf dieser Größe hier, das wäre brutal. Ist ja nochmal besser, wenn man den Überblick behält in so, auf so einem kleinen Ding dann. Das ist so 11 Minuten Spielzeit, ist das ein Bombenergebnis für die Alaska. Ja gut, die Minotaur, ne, die hat's übersehen. Die hat es einfach übersehen, aber es war gut gespielt. Die 33.000 einfach reingepfeffert. Auch der Rest hier verdient Platz 1 und Platz 2, Alaska und Napoli. Ich würde nicht sagen, sie haben das Spiel alleine gewonnen. Aber den Druck, den sie aufgebaut haben auf die linke Seite, dass sie auf der Seite dann noch gescoutet haben, mit hydroakustischer Suche und Radar die Schiffe offen behalten haben, die dann Ruprecht, Yoshino, Marco Polo beschießen haben können. Die haben quasi den Fehler der Republik wieder ausgeglichen. Aber die Daring, weiß gar nicht, wann die gestorben ist. Aber wir hatten da drüben die, haben wir sie... das waren die anderen, Puerto Rico etc. Ich habe gar nicht gesehen, wer darüber gekommen ist. Ich habe nur gesehen, dass die Republik weiter hinten stand. Aber ich will ihnen nicht Unrecht tun. Vielleicht waren es auch ein, zwei mehr, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Aber die haben das wieder ausgebessert und haben den Druck von der linken Seite genommen und noch mehr sogar nach oben rum gepusht. Die Napoli musste sich dann zurückziehen, weil sie nur noch die Hälfte des Lebens hatte. Die hätten nicht weiter pushen können. Die hat stark kassiert gegen Anhalt und gegen, was war denn das andere Schiff hier? Naja, mein Gehirn lässt aus. Ihr seht schon, wir haben 600.000 Potential Damage. Wir haben AP geschossen, so viel wie geht. Das ist auch, das ist einfach... das, was man machen muss, wenn man eine starke AP hat und einen langen Reload. 20 Sekunden Stock ist nicht von schlechten Eltern. Hier haben wir den William F. Halsey drauf mit Turmdrehrate und Wechseln der Granatentypen. Bonus mit einem Concealment, Adrenalinrausch und Hydro, also RPF-Bild. Interessant. Ja, warum nicht? Man hätte auch die AP stärken können. Theoretisch, aber er hat sich dafür entschieden, die 450 Trefferpunkte pro Stufe mitzunehmen gegen HE-Beschuss. Nimmt man das? Nicht gegen AP, aber gegen HE.
Das ist dann relativ praktisch. Gut, ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein, vielen lieben Dank fürs Einsenden und wir sehen uns, das können wir noch ein bisschen größer machen, so, scrolly, und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao. Sieht aus, als wäre es zugeschnitten. Es ist zugeschnitten worden.